Rockstar. Also, das war so verquatscht. Also, was erwartet mich für ein Podcast? Sowas also. Das ist immer mit so einem Satz an, ich glaub, meine sie Sounds weiß nicht, macht. dass Ich glaube, wir haben es dir nicht sollte. gesagt. Nein. Nochmal. Sie so, willst du mich eigentlich? Und ich so, fuck, was? Ich bin verliebt in deine Mutter. Mit Art. Augen jetzt. Guck. Und das zusammengeschnitten wurde. Will ich halt denken. Also, das ist ja genau das Ding. Es hilft mir ja dabei, zu diesen scheiß Druck, bevor du so deine Hose runterziehst und dann hemmt es dich auch bestimmt voll, was wirklich, mit... wirklich, zum Glück nicht, ey. Wirklich, Hamdüla. Du so deine... Was? Ich stell's mir schon krass vor für den Mann. Also so, stell mal vor, du bist einfach, du hast einfach einen kleinen Penis und jedes Mal... Stell dir vor, du hast einen Mikropenis. Jedes Mal, du hast diesen scheiß Druck, bevor du so deine Hose runterziehst und dann hemmt es dich auch bestimmt voll, was... Ja, wirklich, zum Glück nicht, ey. Wirklich, Hamdüila. Da bin ich echt. Ja. Du sagst das gerade und ich. Jetzt, glücklich. Ich dachte, er sagt so: Hamdüila, endlich sagt's jemand, danke. Hamdüila. Ja, wirklich, also ich bin echt, ich bin so zufrieden und jede, die weiß, wissen alle Bescheid und alles gut, wirklich. Also mir geht's, Hamdüila. Aber es muss so schlimm sein. Ja, du hast recht. Ich stell's mir richtig. Aber so, klar, bei Mädchen ist es auch das Gleiche. Es ist mit Titten das Gleiche eigentlich. Brüste und Arsch und vor allem das Schlimmere dabei ist, dass. Aber ihr könnt die ja wenigstens machen. Wie gar nicht. Das kurz, wieder machen. Darf ich ganz kurz aussprechen? Kann auch Penis verlängern. Dürfen Frauen in diesem Podcast aussprechen? Du darfst sagen, was du willst. Sorry. Was? Aber passiert öfters, ja, musst du dran gewöhnen. Was? Okay. Frauen. Was? Was du willst. Sorry. Was? Aber passiert öfters, ja, musst du dran gewöhnen. Was? Okay. Sprechen? Du darfst sagen, was du willst. Sorry. Darf ich ganz kurz aussprechen? Kann auch Penis verlängern. Dürfen Frauen in diesem Podcast aussprechen? Du darfst sagen, was du willst. Boah, ich hasse sowas. Ich hasse sowas, so dieses dürfen, das ist so auf komplett Krampf. Die haben gerade nur miteinander geredet. Oh, ist das geisteskrank. Also das erwartet mich gleich, ein Podcast. Haben die auch mit irgendjemandem entspannteres einen Podcast? Alle Top-Podcasts einfach nur mit Frauen. Okay, wer ist Debris? Und irgendwelche fragen mich so, warum... Bis ich dann das gemacht habe, so drum schätze ich das auch voll. Mhm. Aber ich glaube, viel zum Beispiel die Leute, die das gar nicht hatten, dann verstehe ich auch, wenn so the general public dann die so ein bisschen flamet und sagst, so, ja, du weißt, du hast nicht... ...auch mich richtig mag und sowas. Mhm. Und wenn er dann irgendwas auseinanderbricht, wenn sie Schluss macht oder so... Das ist auf jeden Fall schon mal viel cooler, Chat. Das ist auf jeden Fall schon mal viel cooler, nicht so stressig und so. Dann ist es dann halt einfach das Zeichen gewesen, dass man nicht mehr zueinander passt. Weil auch wenn ich vielleicht denke... Es ist alles gut. Mir ist im Nachhinein immer aufgefallen, dass dies und jenes dann so nicht perfekt war und dass es aus gutem Grund auseinandergegangen ist, weißt du? Okay. Aber ich habe jetzt keinen Bock, dass es jetzt nur um Dings geht, oder? Ich glaube. Okay, es gibt eine Risikoabteilung, die finde ich cool. Ja, komm, pack dein scheiß Buch weg. Ich finde, wir sollten cool. Vielleicht auch ein bisschen dann. Okay. Das letzte war mit Cody. Ah, okay, geil. Das ist jetzt April 2023. Ist das deiner... Und irgendwie kommt es mir so vor, als wenn es letztens Jahr Silvester gewesen wäre. Ah, jetzt geht das wieder los. Warum? Hast du viel geknallt? Auch. Stark. Digga. Mann oder Frau? Beides. Smash. Nee, ich habe so einen Sound gemacht. Kennst du immer diese... Es war Sommer in Berlin. Ja, immer noch eine, mal noch eine. Für ein Mädchen mal. Die Erika. Joiz.erika. Boah, Bruder, warte. Also 47 Sekunden, ne, das ist schon... Komm, hart. Geben wir uns. Oh. Komm. Oh. Kingo, ich und meine Freundin Maria. Hi! Wir hatten halt so eine Idee im Unterricht. So. Oh. Also, wir wissen halt nicht, ob die schon gemacht wurde. Nee, mach weg. Zu Jump Broke, seinem Podcast gehst du sowieso noch. Ich hab gesagt, keine Sound-Ideen, Alter. Tja. Was checkt ihr denn nicht? Sorry, sauer. Erika. Die Antworten auf deine Story nehme ich. Wo war das? Weil, also ich muss sagen, bei meiner Community, weil ich ja so ultra offen bin in meinen Videos und so auf Gay und so, denken die, wir sind beste Freunde. Ja, okay. Und dann lassen die das raus, ne, ihre schwule Ader, sage ich jetzt mal, und
übertreiben komplett bei mir. Ja. Keine Grenzen. Und denken, wir sind da, der ist dann so voll lustig. Das ist, glaube ich, bei vielen so. Also so voll, Bruder, voll übertrieben. Keine Ahnung. Krass. Ich habe gar kein Beispiel, so cringe ist das. Oder manche DMs sind richtig, richtig komisch. Ja, die kennen nichts. Ja. Also, boah, ich mache irgendeine Story und dann so, boah, Digga, also so, boah, du bist voll der Daddy oder so. Normal so, ist cool, kann man machen. Aber dann so, boah, ich würd dir die Seele aus dem Leib ficken und ich würde dein Arschloch so penetrieren, du könntest danach 3 Wochen nicht mehr gehen. Haha. Boah, Digga, das war so lustig. What the fuck? Digga. Alter Schwede. Ja, die Bres kommen gleich vorbei, Chat. Mit wem hat denn John Broke schon einen Podcast gemacht? Ich gehe auf deren Account. Einfach mit Hochzeitsdate. Ich habe die Welt nicht verstanden. Digga, ich habe schon so viel gesehen. Die Welt ist echt eklig, Alter. Aber ja, wie gesagt. Hast du eigentlich auch so Freundinnen, mit denen du chillst? Nein. Aber mit mir verstehst du dich ja zum Beispiel. Ja. Kannst du nicht mit mir so chillen? Kumpeltyp? Bin ich nicht so voll der Kumpeltyp? Hä? Also ich hatte schon Hoffnung gehabt, dass wir uns irgendwie nach dem Ding, nein, Spaß. Nee, also ich finde, das habe ich auch schon öfter in meinen Videos gesagt, so eine Freundschaft zwischen Mann und Frau gibt es eigentlich nicht. Bei mir zum Beispiel auch nicht, Chat. Doch, also schon, aber ich meine so, guck mal, ja, gibt es, aber für mich ist es so, eine Frau könnte für mich niemals... Ich könnte mit ihr niemals so krass befreundet sein wie mit meinen Kollegen. Wisst ihr, wie ich meine? Ah ja, Phoebe, mit der bin ich ja befreundet. Aber ich meine, mit Phoebe könnte ich niemals so befreundet sein wie mit meinen Kollegen. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin auch dieser Typ Mensch, dass ich, wenn ich eine Frau oder eine Freundin habe, mit der ich mich gut verstehe, ob ich will oder nicht, ich entwickle da... Außer ist es halt meine Freundin. Wenn es meine Freundin wäre, dann wäre es ja so, wie als wäre es mein bester Freund. Versteht ihr? Dann immer was für diese Person. Weil ich stehe auf Männer. Verstehst du? Das muss jetzt nicht auf Beziehungsbasis sein, sondern man entwickelt einfach und man mag diese Person. Und dann fangen diese, wie soll ich das sagen, dieses, sie geht raus und sie schreibt da nicht, das triggert mich schon mies. Ich sage, ich komme damit gar nicht klar. Weil das ist wahrscheinlich nicht so, weil du es ja gerade so angesprochen hast. Du hast dieses Kumpel-Ding-Vibe, safe. Ich hatte auch vor Jahren diese Freundinnen, aber jetzt seit 3 Jahren, seitdem ich mit meinen Geschäften, ich habe gar keine Zeit für sowas. Ich habe auch gar keinen Bock auf sowas. Ja, so. Ich verstehe. Nee, ich bin ja voll der jetzt gerade, nimm mir das nicht böse, das ist für mich gerade auch nur Business. Ich sag's dir, wie es ist. Ja, ich kann mich mit dir gut verstehen, wir haben auch oft miteinander gesprochen, aber am Ende des Tages, du bist hier, weil du eine von mir kriegst und ich bin hier, damit ich auch immer noch relevant bleibe und diesen Content habe. Mhm. Was sich danach entwickelt, das kann man nie wissen, weißt du, ich meine? Aber ich bin Typ Mensch, eine Freundschaft zwischen Mann und Frau gibt es nicht, in meinen Augen. Und wenn das auch so ist, dass Menschen sagen, nee, bei uns ist das nicht so, glaub mir, die eine Person empfindet immer was für die andere. Also männliche Freunde habe ich jetzt auch nicht, mit denen ich so gut bin wie mit Mädels, aber ich habe schon männliche Freunde, mit denen ich halt ultra cool bin, mit denen ich chillen kann. Mhm. Also ist man noch befreundet. Es hat Würdest du mir sagen, dass diese Person, wenn sie die Chance hätte, dich nicht versuchen würde zu klären? Nö. Ach, glaube ich nicht. Aber darüber könnten wir jetzt eine Stunde diskutieren. Ich glaube das nicht. Ich sehe Männer als, ich sag's euch, wie es ist, Leute, ihr kennt mich. Ich bin da mit 2 Frauen aufgewachsen, okay? Meine Mama hat mich brustet und meine Tante. Meine Mama war arbeiten und meine Tante hat auf mich aufgepasst. Sie hat extra ihr Lehramt abgebrochen gehabt damals, damit einer auf mich aufpasst, mäßig. Klar, das kann man jetzt als Ausrede benutzen, aber so wurde es mir einfach beigebracht. Und ich weiß einfach, wie Männer sind, verstehst du, ich meine? Ja. Es ist einfach eklig. Ich war auch nie die Person, der so Frauen ausnutzt. Ich mag sowas nicht. Ich habe einfach auch diese Kollegen, die auch diese Freundin hatten und die warten dann einfach darauf, dass die Beziehung scheitert von dir und dann direkt anzugreifen. Das ist ekelhaft, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich will auch nicht irgendwelche Namen nennen oder so, ich werde auch keine Andeutung machen, aber es gibt Leute, die ich kenne, die sind in einer Beziehung oder sie sind verheiratet und sie gehen fremd. Verstehst du, ich meine? Es geht nicht in meinen Kopf rein. Es ist dann einfach nur schade, wenn es dann rauskommt, für die Frau. Ich sag's dir, wie es ist. Ja. Es ist einfach, aber es gibt auch Frauen, die fremd gehen. Das gibt's auch. Ich als Frau würde auf jeden Fall meiner Freundin, ich rede von Freundinnen, nicht Kollegen oder die random jetzt irgendwie mit uns sitzen, aber meiner Freundin, wenn ich sowas erfahre, ich würde die hauen. Kam schon mal sowas vor? Nee. Digga. Hilfe. Okay. Boah. Und du so, du würdest doch eh nichts für mich machen. Oh. Das ist einer dieser, tut mir leid, einer dieser Leute, Chat, hier rechts, einer dieser Leute, wenn ich die auf TikTok sehe, ich bin direkt getriggert. Das sind so Leute, die sind immer auf Block. Genauso wie diese, genau wie sie, dieser eine, der jetzt auf einmal Rapper geworden ist und seine Tracks todeswack klingen. Genauso wie, weiß ich nochmal, Alter. Dann diese eine aus Frankfurt, Alter, mit ihren pinken Haaren. Auch übertrieben. Gibt schon ein paar Patienten, Alter. Okay, das will ich mal angucken. Maxify. Hä? Bro, Air Force? Digga, was? Digga, hier ist ein Handy. Da ist, glaube ich, nichts drin, oder? Boah, was?
Prada-Brille? Bro, was? Wer wird das Intro machen gerade? Boah, nee, ich hab das Gefühl, ich hasse das. Yo, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir haben... Digga, Kevin sieht ja mal aus, als wäre er unfassbar stoned, Alter. Heute drei Koffer vorbereitet. Koffer Nummer 1. Koffer Nummer 2. Koffer Nummer 3. Fangen wir... Ha! Digga, was ist an diesen Koffern so lustig? Koffer vorbereitet. Koffer Nummer 1. Koffer Nummer 2. Koffer Nummer 3. Hä? Digga, also wenn die nicht stoned sind, weiß ich auch nicht. Wir haben mit Koffer Nummer 1. Nee, Koffer Nummer 3! Gut, Leute, haben vergessen, jetzt noch ein Like und ein Abo dazu lassen. Like und ein Abo da, Leute. Ich sag die Besten. Und übrigens, ich hab noch einen Viert-Kanal jetzt seit kurzem. Der heißt Maxify reagiert. Da werden wir normale Reaktionen hochladen. Also, falls ihr da vielleicht auch ein Abo da lassen könnt. Digga, der hat 4 Kanäle, Alter. Maxify hat ja alles richtig gemacht. Oh Gott, warte mal. Zeig mal her. Das ist sein Main-Channel. Channels. 1,7 Millionen, 1 Million. Also Videos. TikToks. Digga. Wir werden heute heil. Digga. Maxify ist ja ein richtig kranker Baller, Alter. Mashallah. Bei dem Jungen geht's sehr gut. Alhamdulillah. Du wärst ultra nett. Und ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit dem normalen Video. Perfekt, wir brauchen Handschuhe. Hier, Chef. Bin ich. Hast du dir schon mal so ein Ding rausgebaut? So ein... Egal. Tick, nee, ich will's jetzt irgendwie wissen. Nee. Ja, geil. Ticken. So, jetzt haben wir es. Okay. Kann beginnen, gib her den Lack. Boah, ganz kurz, schau mal. Hier ist wie so Popelzeug dran oder so. Digga. Zehner, leckst du ab? Nee. Wir können nicht so ehrenlos das Video starten. Der hier ist 400 Euro. 400 Euro. Wow. Krass, okay. 400 Euro? Oh, okay. Safe minus. Okay, eine Handtasche. Bro. Die komplett noch, also die scheint neu zu sein. Mobili? Ja, okay, kenne ich zwar nicht, aber die ist safe was wert, oder? Würdest du die tragen so, casual-mäßig? Ja, die sieht nicht so bad aus, actually. Ja. Fängt geil an, finde ich. Also mein erster Eindruck ist gerade, dieser Koffer gehört einer Frau. Oh mein Gott, nein, pass auf. Guck mal, hier ist ein Polohemd. Meine Vermutung ist, dieser Koffer gehört einem Mann und er wollte seiner Frau eine neue Tasche mitbringen. Oh, true. Deutsche Sherlock. Und auch natürlich Küchensachen, ne? Jetzt hängt alles hin, Kevin. Ich weiß genau, was du meinst jetzt. Die zwei Geschenke, die Frauen wollen. Eine Handtasche und Küchenlappen, Bro. Das war's komplett. Oh. Bettwäsche. Nochmal ein Sniffer. Digga. Wer nimmt Bettwäsche in sein... Riecht frisch, oder? Ja, riecht neu. Riecht frisch. Ja. Guck mal hier, das ist doch, das gibt mir so richtige Komm-in-die-Gruppe-Vibes. iPhone-Case. Oha. Hä? Bro. Air Force? Digga, was? Oha, wie clean. Geht. Ey, die sind neu, Bro, die sind neu. Nein, die können nicht neu sein. Bro, hier ist doch der hier drin. Ja, aber die sind doch dreckig, Bro. Ja, aber warum ist das hier drin? Damit sie vielleicht nicht einknicken, Digga, und die Form behalten. Das ist ja ehrenlos. Wenn du die Sohle unten sauber machst, ja, kannst du die easy für einen Huni verkaufen, würde ich sagen. Oder so, ein, so, okay, so 80 Euro. Was bedienen die hier? Oh. Die sind auch neu. Ja, guck mal, das ist ein Schild drauf dran. Die sind komplett neu. Hä? Ich glaube, das ist so ein Fake-Adidas-Schuh, oder? Hier ist NASA drin. Ja, ich bin auch gerade verwirrt so. Okay, was haben wir hier? Okay, das könnte auch viel, ja, wert sein. Das ist ein Seifenspender, der ist leer. Der ist sehr viel wert. Wer nimmt sowas mit? Es kann auch einfach sein, dass sich die Dings geteilt haben, oder? Den Koffer. Oh. Bro, das sind die Schuhe von ihr, die neuen. Das sind seine Schuhe. Mal gucken, was in der zweiten Hälfte ist. Ja, vielleicht ist hier ihr hier Zeug. Noch irgendwas Geiles drin, ne? Ich finde einen BH. Wow. Also fände ich überhaupt nicht geil halt. Nee, aber das mega geil halt, ja, auch. Was ist das denn? Body Spray. Sprüh mal. Mach mal einen Sprüher. Digga, das riecht so nach hier Umkleidekabine, so 6. Klasse, Digga. 6. Klasse? Okay. Bin ich gespannt. Okay. Urlaub Türkei. Okay, wir fangen an mit einem Handtuch erstmal. Also Digga, warum sind da überall die Preisschilder noch dran? Das ist ein Oberteil. Noch eine Tasche. Noch eine Tasche. Achso, so ein Crop-Top. Also es ist auf jeden Fall auf Frauen. Seid ehrlich? Sag mal ja, bitte. Oh mein Gott. Ja. Ich glaube, die sind Lügen, aber... Ja. Okay, was haben wir noch? Ein paar Shirts wieder. Alles klar. Schluckt uns nicht. Wo ist hier die Kohle? Okay, eine Hose, so eine Booty-Shorts. Zieh du die mal an vom Ding. Ey, ich hab so Bock auf die Hose. Vom Drip her? Dreh mal. Ich. Och, Digga.
Alter. Ey, sag mal, du kannst es tragen, Bro. Ey, lass immer bei jeder guten Sache müssen wir ein Körperteil ausziehen. Wirklich, das ist so ein richtiger Porsche-Fahrer, Bro. Was ist das hier? Oh, Bro. Seife. Brauchst du? Ja. Seife. Was ist Seife? Ich nehm die mir mal, ich würde die mal hier hinlegen erst. Ja, pack die mal dahin. Noch mehr Putzzeug, ja. Ja. Sonst aber ist hier. Oh, okay, das sieht aus wie benutzte Wäsche da. Nee, das ist nicht benutzte. Warte mal, was ist das? Ah, das sieht wie so Waschbeutel. Ja. Wie so Waschbeutel. Safe. Stifte, Digga! Oh! Nur in allen Farben, holy shit. Ja, gut, Digga, das sind sogar teure Koffer. Das war's, ne? War okay. Also, ich hab das Gefühl, so 250 könnte man mit Hängen und Würgen rausbekommen. Ja, kommt man nochmal zwei Abfahrt. Der sieht expensive aus schon von außen. Ja. Was? Hä? Fuck. What is this? Was ist boah, das? Boah, der ist ein übelst ekelhaftiger. Geht. Oha, eine Box? Na, dann bin ich das einfach, glaube ich. Ein Controller? Was ist das? Ich hab voll Angst, das irgendwie aufzumachen. Sieht aus wie so eine Boje oder so. Ach, Digga. Ey, das sind einfach nur Behälter. Ach so. Ey, wie wack, Junge. Ich dachte, jetzt da kommt was Geiles raus. Bro, eine JBL-Box? Ich brauch legit eine. Meinst du die noch eine? Digga, das ist krass. Ich glaube, so eine kostet easy, Fuffi. Ja, safe. Prada-Brille? Nee. Bro, was? Yo. Bro, ich muss die aufsetzen. Ich muss wissen, sehr ehrlich, ich sehe scheiße aus. Ne? Ja. Digga, hier ist ein Handy. Ah, nee, nevermind, das ist eine Powerbank. Boah. Ich glaube, da ist nichts. Digga, das ist safe. Da könnte ein Parfüm drin sein. Da könnte auch benutzte Zahnbürste drin sein. Ja. Okay, Einwegrasierer. Nagelknipser. Parfüm, wie du gecallt hast. Aber kein Plan, ob das Wert hat. Vanity for Man, Calvin Klein. Ja. Und? Lacoste. Ja. Ja, das sind so 50-Euro-Dinger und das, die sind halt auch so used. Was ist das hier? Mach auf. Das sieht aus wie so eine iPad-Case, aber gerade? Es ist zu leicht. Nee. Oh, ich dachte gerade kurz. Digga, was? Was, ein King? Hey, wie kann ich Schach spielen, Bro? Was? Ein Schachbrett? Hey, wie geil. Digga, einen Reiseschachbrett, ich check's nicht. Krass. Das ist übelst sick. Das ist stark. Nojo, das ist krass. Maske und... Ich frag gar nicht, ja. Okay, das sieht mir nach einem sehr teuren Regenschirm aus. Was ist das für eine Marke? Der geht noch. Brauchst du? Nee, danke, Digga. Passt. Schade, weil ich hab ein paar nämlich. Das ist sogar eine neue Hose. Komm, ach, guck mal, hier sind übrigens die Zahnbürsten. Ah, verrückt. Bro, es ist wieder eine Brille. Ist das eine von Prada wieder? Das ist von OL600040, Digga. Holy shit. Bro, das ist so eine Paintball-Maske. Guck mal hier. Ja. Oder Fetisch-Maske. Ich bin mir nicht ganz sicher, Digga. Es könnte beides sein. Wir haben hier Taschentücher. Noch mehr Unterhosen. Noch mehr Socken. Mehr. Eine Mütze. Klamotten. Oh, hier. Unterwäsche. Was ist das? Das ist nicht dumm. Oh, das ist ein UK-Driller. Oh, hier, war das hier? Handschuhe? Also, das ist auf jeden Fall ein großer Handschuh-Enjoyer, weil er hat mehrere verschiedene. Ja, yeah, guck mal, er hat drei verschiedene Paar Handschuhe. Und hier ist. Digga, aber ich frag mich, glaubt ihr, man kann da so krass Profit machen, wenn da jetzt irgendwie so ein Ding drin ist? Keine Ahnung, was, Alter. Stellt euch mal vor, irgendwo ist eine Wallet drin. Das ist wieder eine Sturmmaske. Ich mach mal hier den A erstmal kurz auf. Was ist das? Sieht aus wie ein Feuerzeug. Ja. Also, sogar wenn man eine Wallet findet, dann ist es sowieso weg. Die Wörter. Ja, geht. Beide. Ja, die Dinger sind safe immer rigged. Oh! Krass! Brauchst du? Nö. Ja, okay. Boah, jetzt bin ich gespannt. Okay, okay, wir fangen an mit einer Tasche von Akaru. Also, glaube ich, nichts drin, oder? Boah, was? Nee, das ist gar nicht Sinn. Was ist eine schlechte Reaktion, ich habe das direkt erkannt. Okay, also, wir haben sehr viele Klamotten, Hosen, noch eine Hose. Ja, okay, das ist auf jeden Fall die Kleidungsseite hier. Sonst ist da nichts Besonderes drin, oder? Nee, normale Klamotten. Geht hier, was geht? Wer rockt sowas? Digga, was hast du? Dicker, hä? Ein Trip-Shirt, Alter. Ja, aber war ein cooler Koffer. Der war krass. Der war sehr krass. Der letzte Koffer. Das ist ein kleiner. Von. Nö, der ist schon okay. Boah. Das hat Gewicht. Da ist was drin. Ja, das sieht mir auch aus wie eine Waschtasche wieder. Nee, Federtasche. Ja, Schminke aber. Ich weiß nicht, ob Schminke viel wert ist. Ja, kann richtig viel wert sein. Das sieht nicht so super expensive aus, aber das ist neu auf jeden Fall, Bro. Natural Beauty Highlighter. Brauchst du? Boah, die Scheiße kann immer so teuer sein. Ich muss ein bisschen highlighten, Bro. Hier, guck mal, die Nase, dann wirkt die spitzer. Checkst du? Ja, check. Das sieht viel krasser aus als vorher. Sehe ich besser aus? Ja, auf jeden, Digga. Ist das so Unterwäsche? Weiß nicht. Also, würde mich nicht jucken halt, aber. Ist Schmuck? Oh, Schmuck! Meinst du, das ist was wert? Da sind Diamanten drauf, Bro. Safe, das ist Millionen wert, oder? Das fallen die Rapper immer. Der ist safe nicht echt, oder? Nein, auf gar keinen Fall, Digga. Aber was ist, wenn? Das Rebel Mood. No rules. Scheiße. Ey, cool, Mann. Gürtel? Gewicht.
What the fuck? Oh, warte mal. Nee, Bro. Nein, never mind. Ich glaube, das ist ein... ich glaube, ich... Ja, ist es das, was wir denken? Was ist ich, ja, ja. Alter. Aber... Alter. Wo kommt was ran? Das ist für Heizen, das ist zum Heizen. Ich kenne das. Woher weißt du das so genau? Also quasi so jetzt? Digga, es ist wirklich... Nein, Digga. Wuff. Digga, was... Ja, das ist stark. Digga. Belmar? Wuff. Stark. Toxi kam heute rum für Videodreh. Das kommt so falsch mit der Scheiße. Genau, Bro. Hier ist eine Booty Shorts. Und da ist eine nackte Ariel drauf. Das sind nicht so die Klamotten, die gehen. Die steht auf Ariel? Die geht anderem Wald. Ist das eine Isomatte? Ah, das ist so handtüchermäßig, oder? Siehst du an? Also, der Style ist ehrenlos. Ja. Ich glaube, ich hätte auf diesen Call nur gewartet. Hat was Bayerisches ein bisschen so. München so. Kann ich das machen? Ja, safe. Würde ich anlassen. Okay. Denk auch nicht jetzt an, ich passe nicht rein. Nein, ich passe nicht aber rein. Aber hier passt du rein, Bro. Ach, Digga, da passe ich auf keinen Fall rein. Meinst du, es gibt so Leute, die sich so, sowas auf so Fetischbasis holen? Das da? Nee, so allgemein, also, so ein Koffer. Weiß ich nicht. Ja. Schon, ey. Oh, no, no, no. Alter. No. Ich sehe sehr viel Leder. Boah. Bro, what? Was? Kann Lederjacke sein, man kann es aber auch anders sehen. Oh, Digga, ich hätte gar nicht mehr im Koffer irgendwie weitergeschnüffelt, Alter, bei den Sachen, die da rausgekommen nein. sind. Nein. Warum? Oh nein, das hier ist einfach eine Schuhe. Nee. Er hier. Der ist hart. Der ist neu. Ich dann probieren? Digga, das ist hier angegossen. Ja, wirklich, Digga. Hier ist hier. Ja, neue Schuhe, okay. Ja. Ah, das sind so Ripped Leggings. Der, neue Style, Schuhe? Der Style ist wirklich nicht so mein Jam, nee, muss ich ganz mehr. Ehrlich sagen. Okay, was ist das? Guck mal, hier sind so Bänder, die rauskommen. Ah, das kann man sich so dann vorne am Bauch zuschnüren, glaube ich. Eben Gartenzeichen. Bro, was? Das ist ja ganz weird gerade. Digga, das wird jetzt komisch auf einmal. Digga, und darauf haben die gewartet. Ja, ich pack's mal wieder rein. Ja, also. Pack mal wieder zurück. Hier sind noch mehr Handtücher. Da musste jemand sehr viel aufsaugen. Soll ich das hier lassen, oder? Ja, ja. Also ich verschenke das dann. 20, 30 kriegst du safe dafür, würde ich sagen. Dann die Unterhose, die benutzte. Die kann man echt safe verkaufen. No joke, kannst du verkaufen. Kopfschmerzen sind immer noch da. Haben wollt, ne? Schreib Kevin. Schreib gerne Unterhose in die Kommentare. Ja, das war's mit dem Video. Wie fandst du? Übelst geil. Hat richtig Spaß gemacht, ne? Ja, also gerne Daumen nach oben und ein Abo da, Leute. Und schaut bei auf der Platte vorbei. Yeah, Videobeschreibung, erster Link. Yeah. In das war's. Wollen wir das Ding jetzt testen? Ist da das Essen? Ja. Geil. Digga, wie schnell. Sehr geil. Shit. Kann von Essen Kopfschmerzen weggehen auch? Trinken musst du viel Wasser. Ja, trinke ich auch die ganze Zeit eigentlich. Hast du Essen? Trinken oder so? Ich habe irgendeine Tablette gepoppt, ich habe keine Ahnung, Digga. Alles rein. Digga, ich fühle mich immer voll schlecht, wenn ich mein. Wenn ich. Ohne Sinn, Mann. Ach, keine Ahnung. Haben wir eine Gabel? Kriegst du Energy. Warte mal, was kann man sich noch angucken? Bilo Fußball Challenge, was gibt's denn noch alles? Papa Platte, TikToks, wenn ich lache, hi, YouTube. Muss ich am Rad drehen. Was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe heute von meinem Cutter Bilbo ein Video geschickt bekommen. Und jedes Mal, wenn ich lachen musste, musste ich an diesem Rad drehen. Und alles, was hier steht, bekommt er dann. Was? Was? Oh mein fucking Gott. No fucking way. Wenn es euch also gefällt, Freunde, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich habe jetzt hier... Gute Idee, ich glaube, die klaue ich. Ein Video bekommen von Wilbo, das heißt, ich liebe Red Bull, wow, 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 schick mir eine Palette, wow, 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 Cock, wow, perfekt, alright, let's go. Hey Kevin, was geht ab und willkommen zu dieser Folge von Nicht Lachen. Oh, warte mal. Ja, ich versteck das auch immer. Ah, ich hab gelacht, oder? Danke. Oh mein fucking Gott, ich hab die Challenge vergessen. Wenn jetzt 1000 Euro kommt, ich schwöre, ich lösch. Okay.
100 Euro! Bro, wir sind 10 Sekunden im Video, was ist das? Oh mein fucking Gott! Das ist unlucky. Haha, ich hasse mein Leben. Wenn du durch das Cringe-Intro lachen musst. Digga, also Kevin muss manchmal bei, wo ich mir denke, so unlustigen Dingen lachen, wo ich mir denke, Digga, wie kann man darüber lachen? Was ist dann? Er lacht doch gefühlt über alles. Fehlt das, Bro? Ich Kurze will auch Frage, über alles lachen woher können. Woher wusste er, dass ich in dem Intro lachen werde? Er hat's predicted. Das ist so frech. Cam ist hier oben rechts in einer guten Position und sonst viel Spaß. Wer ist er? Was mit dem Video? Hey, German on 85 here. Ich, weiblich 13, beeicht, dass ich... Oh mein nee. Gott. Oh mein Gott, nicht der. Oh, ist das ehrenlos. Bruder, warum hat er so oft... Ey, es ist so ehrenlos. Wir sind seit einer Minute drin, Junge. Es sind no joke gute Videos bis jetzt. Okay, mein Ziel ist einfach, jetzt nicht einmal zu lachen, damit ich nicht ein einziges Mal drehen muss. Das ist die Strat einfach. Klassiker, kann ich zum Glück. Sir, da fehlt noch $1.25. Ach wirklich, ja? Der Rest ist für Sie. Roadhouse. Digga. Ey, Mann, Digga, er kommt mit Gottverdammt Family Guy, Junge. Das ist legit ein Cheatcode. Was? Family Guy overrated im Gegensatz zu South Park. Sag ich. Ey, Vera, gibt es 1000 Euro, wirklich. Oh mein Gott, das wäre fast wieder 100 Euro gewesen. Holy shit! Oh mein Gott, alright, er bekommt eine Palette Red Bull, das ist egal, das ist for free. Das ist das letzte Mal, dass du diese Scheißnummer durchziehst. Hast du kapiert? Ja. Hast du kapiert? Ja. Okay, das fand ich. Du wirst diesen Football festhalten, bis Charlie Brown ihn getroffen hat, verstanden? Ja! Dann leg los, Charlie. Oh mein Gott, Mann! Okay, warte mal. Es war aber. Digga, Wasabi ist die größte Scheiße auf diesem Universum. Guck mal. Weil Wasabi hier ist, stinken alle meine anderen Sushis nach Wasabi und deswegen kann ich nicht meine anderen Sushis essen, weil diese Kacke dabei ist. Warum macht jedes scheiß Sushi-Restaurant Wasabi nicht einfach in so einer einzelnen Dings? So viele Leute mögen kein Wasabi. Mann, Dicker, das riecht sogar nach Scheiße, Alter. Ey, das ist so kacke, Mann. Pack mich voll ab. Aber derselbe Clip, Bro. Also technisch gesehen ist es der Lacher von davor, right? Ja, okay. Nee, das ist einmal. Okay, wir pausieren ab jetzt immer, wenn ich lache. Ich hoffe wirklich einfach, dass heute nicht einmal 1000 Euro kommt, Bruder. Das wäre ein Grauen haben. Komm, ja. Bitte 1000, bitte 1000. 200, geil. 200 Euro! Oh mein fucking Gott. Oh mein Gott. Der macht ja Minus mit einem Video. Das Schlimmste ist, ich muss ihn nochmal payen dafür, dass er dieses Video hier editiert. Das ist das Allerschlimmste. Squirt me, Daddy! You little rascal! Ah. Oh no! Squirt me, Daddy! I'm gonna get... Okay. Digga, das ist ein Dönerspieß, Bruder. Was geht jetzt ab? Bruder, die sind wirklich stark, ne? Oh mein Gott. Digga, ist das scheiße. Ey, Mann, dieses Video macht keinen Spaß, Digga. Ich fühle mich wie so ein Zahlschwein. Digga, ist das kacke. Oh mein Gott, Digga. Das hier ist 1000 Euro und das ist 1. Oh mein fucking Gott. Puh.
Ja, ja, hier ist ein Magnet drin, Chat. Da ist ein Motor drin, Bro, und... Ein Magnet. Und Tim sitzt im Nebenzimmer und drückt dann immer noch so ein Stück weiter, damit es spannend ist. I always want to leave one of one comments, because you're spending so many channel points. This guy waited for... Digga, letztens, ich gucke in seinen Stream, einfach... Zwei Deutsche im Discord, die Englisch reden. I'm not gonna hit him with the signed by owner pixel, you know? That's a copy-paste, that's Control-V. I wanted to be one of one, unique. Guys. This guy got the bad card. I'm closing it early, guys. Last chance. And the pattern huntsman. Oh my god. Yes. Das ist so unfair, Digga. Das ist so unfair. When you get off of work and she's waiting for you in the bathtub. Das ist jetzt ein Hund. 100% ein Hund. Das ist ein Hund jetzt drin. Oh mein Gott. Das ist so dumm. Oh nein, nein, nicht er, nicht er. Oh mein Gott, ich komme in die Hölle. Oh mein Gott. Mann, ey, ist das scheiße. Ich hab nicht gelacht. Oh, 5 Euro, oh mein Gott. Alright, take ich. Bei jedem Drecksclip, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, die Donation hat meinen Arsch gesaved, Bro. Holy shit, der kam stark. Oh mein Gott. Moin Leute, Trimax hier und frohes neues Jahr. Ist der scheiße. Hat der das selber editiert? Digga, ist das scheiße. Digga. Oh, okay, das ist spannend. Okay, ich mache jetzt eine CSGO-Kiste auf und alles, was drin ist, egal was es ist, bekommt Wilbo. Stellt ihr euch mal vor, so ein 1-Million-Knife. Ja, okay. Wie viel ist die wert? Gar nichts. Der Steam-Market ist down. Die ist nichts wert. Congrats zu 0 Euro, Wilbo. Let's go. Oh mein Gott, was? Digga, einfach, hä? Als ob das Video genau danach kommt. Monsieur, does this mean Overwatch is back? 4 years, Punk. No. Was? Ist das scheiße? Ist das scheiße? Wie lange die Pause da auch war? Oh mein Gott, Junge. Digga, ist das dumm. Verdient, Digga. Verdient nach diesem Lacher. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Oh mein Gott. No fucking way. 1000 Euro, Bro? Wegen dem? Oh mein Gott. Das war noch nicht mal so ein herzhafter Lacher. Oh, schade. Es ist leider auf 1 Euro gegangen. Ach, scheiße. Ja, okay. Wir sind bei 1300 oder so. Cool. And then there's Chunky. He's dead. Jetzt ist die Frage aller Frage ab. Ich einen komischen Humor oder hat Kevin einen komischen Humor? Oh Digga! Ich würde auch sagen Kevin. I've got a peer-reviewed study right here that says... says you're a pussy. Digga, Wilbo, was zum Fick hast du da reingeschnitten, Junge? Was für True! Shut up! Steven, what are you doing in there? Average Neek Beats Enjoyer. Drugs! Am I a socialist or leftist? Oh my god. This is a Trackmania stream. I'm a racist. Der Clip ist so gut, aber ich kenne ihn zum Glück schon. A racer, not a racist. It's not my first language. Aber Platte bei The Quarry.
Was ist das denn? Das soll ein Banger sein. Ja. Ist das dumm, ey. Oh mein Gott. Ey, bitte abonniert einfach den Kanal, damit es sich wenigstens lohnt. 200 Euro! Verdient. Oh mein Gott. Egal was Dorian für ein Video für mich... Ey, das müssen wir auch machen. Dorian soll ein Video für mich zusammen cutten. Ich werde nicht einmal lachen. Ja, das ist genau das Feld. Ich meinte so, vor dem Video meinte ich so, hier stand erst 20 Euro. Da meinte einer, du hast zweimal 20 Euro aufgeschrieben. Und dann habe ich hier auf 200 Euro gechanged. Bro, ist das frech. Hey man, you gonna get the new card? I want it, but we can't really afford it right now. How about this? If we win this game, I'll buy you the new card. Actually, can I use the money to get my mom a birthday present instead? That is the nicest thing I've ever heard. If we win, I'll buy you the new card and give you some money to get your mom a birthday gift. Actually? Hey man, I got you. Let's get this win. Digga, ist das ehrenlos. Was? Ey, ich weiß nicht warum, aber dieses COD-Video hat auch, das hat auch nachgezündet irgendwie. Digga, das hat irgendwie kurz gebraucht, Bro. Ey, Mann, ist das schon... Ich bin so schlecht da drin, warum mache ich das überhaupt? Digga, ist gerade irgendeine... Ganz kurz, es ist irgendeine Schraube abgeflogen und Wilbo kriegt 10 Euro. Oh! Man kann jetzt das Rad abnehmen. Cool. Was für ungültig. Shut up. Marsha meinte, kurze Frage, kann ich mich auch auf das Format bewerben? Ich meine, wenn es gut views-mäßig performt, dann machen wir noch eine Episode mit Marsha. Das ist ein Certified Classic. So, oh. Kevin, jetzt ist deine letzte Chance nochmal aus Mitleid für mich zu lachen. Bro? Bitte, ich habe mein ganzes Geld in Genshin Impact ausgegeben. Ich kann meine Steuern so gut bezahlen wie KS Freak, Bro, bitte. Anyways, danke für das Money. Money, Money, Money. War's das? Hab ich's geschafft? Oh mein Gott, oh mein Gott. Alright, Wilbo, weil du es bist, machen wir noch einen Dreher für dich zum Abschluss. Bitte jetzt irgendwas Schlechtes. Jetzt bitte Hälfte, halbieren. Was? Was? Nein. Mal zwei? Oh mein fucking Gott. No fucking way. This is a joke. This is a joke. Was ein Scheiß-Video, Bro. Ihr seht hier den ganzen Betrag eingeblendet. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Freunde, dann lasst doch gerne einen Daumen. Ja. Der hat ja derbe Minus gemacht, der Idiot. Nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut. Ciao. Digga, der hat ja richtig derbe Minus gemacht. Holy shit. Wie kann man denn so scheiße sein? Naja. Wüster Barca. Manchester City vs. FC Bayern München. Zwei der Top 3 Mannschaften in Europa für mich treffen heute aufeinander in der UEFA Champions League. Viertelfinale, Freunde. Es geht kaum besser. Und da ist direkt schon der heutige Matchstart. Erling Haaland. Boah, der wird so heiß heute auf das Spiel sein. Let's go, Leute! Ich hoffe, wir werden heute mit einem Grinsen rausgehen. Ihr wisst ja, ich spekuliere auf ein Halbfinale Real Madrid vs. FC Bayern München. Boah, das wäre krass. Deswegen supporte ich natürlich den deutschen Verein heute. Übrigens, Paolo, auch am Start. Was geht? Er ist Bayern-Fan. Was sagst du heute? Boah, ich hoffe ja eigentlich auf so, auf schon Sieg Bayern, aber ich glaub's nicht. Ich sag 2-2. Mein Bauchgefühl ist irgendwie auch so 3-1 für Man City, aber ja, ich hoffe natürlich, der FCB kommt weiter und ja. Ey Leute, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin in Bangkok oder so, Digga. Es ist hier so extrem viel los hier in Manchester. Schaut mal, wie voll die ganze Stadt ist. Das ist der Wahnsinn. Wir suchen jetzt erstmal einen Frühstücksladen oder so. Manchester ist auch so eine Stadt, hier gibt es immer so viele Graffitis. Schaut mal, alleine wie geil da hinten diese Gasse da aussieht. Aber es geht überall hier weiter. Schon mal, da. FC Bayern, Stern des Südens.
Manchester Farm. Klar. Geil, was geil. Sagst du heute? Ja, ich sag ein 2-2. Okay, 2-2. Wäre eine gute Ausgangslage. Ja. Hier wird jetzt etwas gesnackt. Der Laden heißt Purezza. Pizza am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Max ist auch am Start. Kennen vielleicht noch viele von euch von Freakickers Zeiten damals. Er ist Fotograf direkt am Feld heute. Wird Erling seine Schnauze von 2 Metern sehen? Ich bin auf der Suche nach meiner Lieblingspizzasorte. Aber ich glaube, die gibt's heute nicht. Ich muss. Ach, Digga, wir haben auch so ein Rad. Beichten. Ich liebe Pizza Hawaii am allermeisten. I would like to eat a pizza Hawaii. Do you have it? Pizza? Yeah, what it's called in English? Pineapple. Pineapple? Pina? Pineapple. No, pineapple! No! Eieieiei, sieht aber sehr lecker aus. Teig ist schon mal richtig weich. Da mir zu und... Oh, sehr lecker. Geile Tomaten. Haben die nicht gesagt, die suchen einen Frühstücksladen? Soße. Wird schon eine 9 geben. Paul zeigt uns gerade stolz seine Kindheitsfotos. Ich wollte nur beweisen, dass ich Bayern-Fan bin. Schaut nicht auf die X-Beine. Schaut nicht auf die X-Beine. Ich glaube, das sind sogar noch die Zeiten, wo Römer Kai Profi war bei Bayern. So traurig, Digga. Du musst einfach beweisen, dass du Bayern-Fan bist. Ist das geisteskrank. Okay. Das war Römer Kai Trikot. Ja. Ah, ja, siehst du es. Goldene hab ich auch. Weißt du. Das Fußball-Lexikon wieder am Start. Das letzte Mal, als beide Mannschaften aufeinander trafen in der Champions League, war vor 9 Jahren, 2014. Und ein gewisser Kun Agüero erzielte damals einen Hattrick gegen die Bayern. Und die nächsten getroffen. Jungs, was tippt ihr? Denke mal, Agüero so krass knapp ist. 2-1 für Bayern. Alright. Und du? Also, mein Tipp ist 3-1 Bayern. Ja, Haaland ist zwar gut in Form, aber ich sag, Bayern... Hast du bei Dortmund auch gut gemacht, dein Hallermeister? Alright, also Jungs, viel Glück, gell? Okay. Ciao, tschüss, ciao. Ja, die Jungs haben... Und schwer. Das gesagt, es sollte mittlerweile allen bewusst sein, Erling Haaland ist ein absoluter Außerirdischer, hat am Wochenende einfach auch auf Lock ein sehr toll erzielt und steht jetzt bei 50 Scorerpunkten diese Saison. Ein Lionel Messi hat aber sogar noch mehr und das mit 35, 8 Stück sogar mehr als der Erling. Das freut mich natürlich sehr. Boah, wie viele geile... Ja, und was für eine Liga. Welche Nike-Schuhe gibt's denn hier? Ich habe heute auch coole Air Force an, Leute, mit Monkey D. Ruffy an der Seite. Nee, links auch nochmal ein anderes Motiv. Wenn man hier in der City ist, darf ein Besuch bei diesem Laden nicht fehlen. Classic Football Shirts. Hier ist einfach auch eine riesen Schlange vorm Laden. Ui, da ist auch schon für heute was ausgestellt. Ein uraltes Retro-Bayern-Trikot. Und von Man City, geil. Mit Stefan Effenberg hinten auf dem Trikot, wie nice. Ja, da ist was für dich, ne, Paul? Oh, mit Opel noch als Sponsor. Ribéry-Trikot. Irgendwie auch traurig, dass das mittlerweile schon oldschool ist. Oh, Freund, was ist das für eine coole Tüte, Digga? Jo. Schweinsteiger, Klinsmann. Also heute haben sie echt sehr viele FCB-Trikots hier da. Das sieht auch Baba-mäßig aus. Einfach nur so fast ein bisschen AC Mailand-Style. Hier auch noch so eine Wand mit sehr alten Sammelkarten. Gündogan auf dem Cover vom Champions-Journal. Alfonso Davies. Ach, ich liebe sowas, Freunde. Ich könnte hier den ganzen Tag wieder verbringen. Hier gibt es auch noch so einen Spielautomaten zu der WM von 1994. Mein. Die Cappy nehme ich mit. Lol, als ob Effenberg damals sogar eigene Cappies hatte vom Verein. Ist das belastend, Freunde. Typisch englisches Wetter, es hat angefangen zu regnen. Ich glaube, es könnte heute eine Schlammschlacht werden abends, Mattiet. Das, meine Damen und Herren, ist die berühmte Kathedrale hier aus Manchester. Digga, in England regnet so viel, dass du abpackst. Sieht so kaselmäßig da vorne aus. Der älteste Pub der Stadt ist da vorne. Ja, schön, mal wieder Sidefacts am Rande. Ich freue mich echt krass auf heute Abend. Ich werde übrigens auch morgen direkt von Manchester weiter nach Madrid fliegen. Freunde, ich gebe weiterhin Gas für euch und oh, es kommt noch so ein geiler Content. Also das ist für mich wirklich, mehr Englischer geht's nicht. Ah, ey, hier war der Barca-Fan-Treffpunkt, wo Barca gegen, in der Europa League gegen Man United gespielt hat. Genau hier. Ah, und hier sind auch die Bayern-Fans. Moin Jungs, was geht? Stimmt, Leute. Hier genau, ihr erinnert euch an den Vlog. Hier sind wir alle am Rumhüpfen gewesen, haben ein paar Bierchen getrunken. Geil. Yeah. Ach so, okay, das ist der älteste Pub hier. Ach so. Schon krass, wenn man sich überlegt, dass vor 250 Jahren, 1873 wurde es gegründet, haben die hier bereits schon damals ihre Bierchen getrunken. Jungs, ihr seid ja perfekt ausgestattet. Mit dem Matchschal, oder was? Ah, geil. Und, was sagst du, was tippst du? Ja, ich sag 2-1. Okay. Was sagst du zu meiner Frisur? Die ist super, Bruder. Die ist ein bisschen so... Also, du hast die geschnitten. Du verarschst mich doch, Digga. Ja, ich schwöre. Du bist der Bruder. Ja, ich schwöre. Ey, wie cool ist das denn? Du wirst mal im Barber, oder was? Ja. Dann sag Bescheid, ich will auch brauchen, sag ich noch null. Ja. Apropos Barber.
Ich gehe einmal auf WhatsApp und alle ficken wie der Kopf, Alter. Mein Gott, Digga. Mein Gott, Digga. Oh mein Gott, wirklich. Assalamu alaikum. Ich weiß nicht, ob Miki dir Bescheid gesagt hat, weil ich halt einen Friseur brauche und ich mache gerade einen 30-Tage-Stream, wo ich 30 Tage lang live bin und halt nicht weg kann. Ich weiß nicht, ob du mit Miki irgendeine Art und Weise geredet hast. Also ich bin Rohat, damit du Bescheid weißt. Okay. Morgen kommt das Video, Brudi. Wie cool ist der Erde, Digga? Pep Guardiola meinte auch auf der Pressekonferenz, dass Haaland für ihn jetzt schon auf dem Level ist von Messi und Ronaldo. Die Frage ist, wird er dieses Tempo durchhalten können und wie lange? Manchester ist aber echt nicht... Das ist verquatscht, Digga. Aber ich sag ehrlich, er hat das Potenzial auf jeden Fall. Die sauberste Stadt, ne? Hier liegt teilweise so viel Müll überall rum. Chatham Street. Erinnert mich aber auch so ein bisschen so an Gotham City. Wäre jetzt kein Wunder, wenn auf einmal Batman da runterspringt. Oh Leute, guckt mich an, das ist so ätzend, ne? Kurzer Zwischenhalt jetzt hier im Hotel. Hier war ich auch schon 3-4 Mal oder so. Hier checken auch gerade richtig viele Bayern-Fans ein, die heute erst anreisen. Oh, Entschuldigung, Dampf-Elektro-Kamin. Wie gewohnt gibt's gleich noch eine kurze Roomtour. Bisschen die Akkus rechargen. Let's go, guys. Es ist klein, aber fein. Mehr braucht man nicht. Hier ist noch direkt ein kleines Badezimmer, Freunde. Mein Unterarm-Tattoo ist übrigens jetzt ausgeheilt. Bin ich sehr happy mit dem Resultat. Der Messi wurde nochmal verbessert. Hier das Datum, wo ich ihn getroffen habe, am 25.11.2021. Dann noch so eine Kette. Und da ist mein altes COD-Logo als Anhänger. Champions League Ball. Sie soli Champion Bettsprung. Bin ja gestern Nacht schon angekommen, Freunde. Deswegen ist das Bett nicht gemacht. Als Glücksbringer habe ich hier übrigens auch FC Bayern Socken dabei. Und das ist noch die Aussicht hier aus meinem Zimmer. Wir laufen jetzt zum Stadion, Freunde. Und ich sag's euch, in Europa, wenn es einen Angstgegner gibt, dann sind es die Bayern. In Madrid genießen sie sogar einen Spitznamen. Ich glaube, der Bestia Negra, also die schwarze Bestie. City ist nicht bekannt für die beste Stimmung, aber heute wird die Hütte brennen. Die haben so extrem Respekt vor den Bayern. Hö, Freunde? Sind wir in Venedig oder was? So chillige kleine Boote. Alles voll hier mit Baustellen. Ich sag's euch, die Chance, dass man krank wird nach dem Trip in England, ist noch 50-50. Boah, alles sieht hier auch so monoton und gleich aus. Wenn ich Fußballer wäre, würde ich hier niemals hinwechseln. Ganz da vorne ist auch schon das Etihad Stadium, leicht im Headset. Let's go, Leute! So, Leute, der Kerl hat mich aus England erkannt, Freunde. Er bringt uns jetzt dahin, wo es richtig abgeht vom Stadion, wo die Mannschaft uns auch empfangen wird. Hier ist ein neues Graffiti von Pep Guardiola. Anscheinend haben sie sehr viele blaue Rauchfackeln und Pyros und so vorbereitet. Und, Ich bin. Hat's geklingelt oder was, Chat? Habt ihr es gehört? Here we go! Hoffentlich werden wir hier heute ein großartiges Spektakel erleben. Wir fragen gleich noch ein paar City-Fans nach ihrer Prediction. Hoffentlich fallen heute viele Tore. Ey, der hat ja eine geile Fahne. Why always me? So wie Balotelli damals. Bro, sorry, I'm from Germany. Can I ask you maybe for a prediction? Prediction? Yeah, are you scared of Bayern Munich? No? Not a chance. 3-1 City. Okay, ja. Er hat keine Angst. Er sagt den gleichen Tipp wie ich. Bye, yeah, good luck. Also. Ich wollte gerade sagen, Alter. Ja, ich habe mir gerade Vlog angeguckt vom Spiel gestern. Kleines Statement auch mal von dir als Bayern-Fan. Was denn? Vom Spiel gestern. Ich muss jetzt erstmal aufs Klo. Komm gleich, ja. Der Mann ist schon direkt. Der Mann ist schon sauer. Wir haben einen Mülleimer.
Oh, geil, Alter. Gleich Rage incoming. Ja, so auf... Wo ist eigentlich der zweite Stuhl? Ist einer der Blaue. Ah, na, da, da. Ja, ja. Why always me? Ja. Hat nicht gereicht irgendwie, Medi. King City. Also, nach Angst sah das gar nicht aus, Paul. Four, two. Oh, six. Mezi, Mezi. Sag mal ehrlich, was war denn da gestern los? Ach, erstmal mal moin Chat. Ja, Digga, was soll ich dir erzählen? Es ist unlucky gewesen, Digga. Rasen war nass. Zahnstocher? Wetter war scheiße, ist schwierig. Wetter war scheiße. Hat es nie mit Geschmack? Geil. Das schmeckt gut? Viele, die gut schmecken. Minze, Strawberry, Blueberry gibt's. Ehrlich? Guck mal, ich sag dir, ich esse halt, war Killer. Die war wirklich gut. Er macht rotdrehend Torte, schießt er einmal in seinem scheiß Leben. Ja, das war wirklich, also ein geistkranker Schuss. Upa war halt leider ein bisschen doof heute an dem Tag gestern so. Aber man hat auch, aber man hat bei vielen Spielern gemerkt, ja, dass es verunsichert war. Aber bei Upa war am schlimmsten, bei Torwart auch ein bisschen, was soll Torwart machen? Sommer? Ich fand Sommer geistkrank. Sommer war gut. Ja. Der war nur so ein, zwei Bälle, die zurückkommen, was soll der da machen? Wenn der innerhalb von einem halben Meter einen Ball kriegt, kann er auch nichts tun. Ja. Aber nach dem 2-0 muss Tuchel eigentlich Upamecano rausmachen. Der Arme, wenn du so ein Spiel hast, Digga, und du bist schon verunsicher, hast du bei jedem Ball Angst. Du musst ihn rausnehmen, Wechsel machen, tun, aber ja. Und dann... Wen haben sie denn noch? Die hätten Pavard IV machen können, dann Cancelo Rechtsverteidiger. Auch Gnabry, sorry. Der Kerl, ich raste, weil ich kann, bei ihm kann ich nicht mehr. 20 Millionen im Jahr, ich schwöre, stell mich hin, Bruder, zahl mir 5 Euro, stell mich dahin. Der macht gar nichts, der steht gestern, da rum wie eine Gurke. Der ist gestern gar nicht aufgefallen. Gar nichts. Ich wusste gar nicht, ich dass gesagt, ich dachte, der hat eine rote Karte. Digga, der steht da einfach rum, macht nichts. Ich schwöre, mittlerweile habe ich keinen Bock mehr auf den. Der muss weg. Wenn der im Sommer noch spielt, hätte ich auch Fußballprofi werden können. Sorry, ehrlich. Aber ich habe ein gutes Gefühl im Rückspiel irgendwie. Er hatte null Schüsse, Gnabry, ne? Er hatte keinen Schuss. Sané war aber gut. Sané war Killer. Sané war geil. Sané war gut. Ach, ey, die sind lecker. Ja, ne? Die haben mir ein ganzes Paket geschickt, Alter. Die haben diese komplette Dings und noch so eine komplette Packung. Hat schon was geil, aber mit Geschmack. Killer. Hält es lange an? Ja, geht. Cool. Kommt drauf an, wie viel du drauf rumkommst, ne? Mhm. Ja, ich habe gerade Vlog hier ein bisschen geguckt. Also, ich finde auch, ich glaube. Also, Monte war gestern komplett gebrochen. Ja, ich war so sauer zu Hause. Ich schwör's dir, ne? Diese ganzen. Ja, mein Insta, mein Twitter. Oh, ich habe mich ja mit jedem angelegt. Ich habe direkt, als ich gesehen habe, Abpfiff. Insta, Einstellungen, Benachrichtigung, 8 Stunden stumm. Ah, sorry. Twitter will ja irgendwelche BVB, irgend so ein BVB-Schwanz, der immer was postet. Also ich kann rauslesen, dass du leicht getriggert bist und schlecht verlieren kannst, aber ich kann rauslesen, dass du eine Fotze bist. Ist hässlich. Digga, ich find's voll krass, dass Fußball einen so mitnimmt. Schlimm. Das Ding ist, man regt sich ja mehr auf als die Spieler selber, ne? Das ist so dumm eigentlich. Das ist... Monte guckt 5 Bayern-Spiele im Jahr, ist dann mad. Ja, stark. Ach, keine Ahnung, Digga. Jetzt mal ehrlich, glaubst du, gibt's noch irgendeine Chance? Ja, Hoffnung gibt's immer. Guck mal, Madrid damals, Madrid sag ich, Juve mit Ronaldo. 3-0 gegen Atletico, glaube ich, verloren gehabt. Oder 2-0, die haben Ronaldo-Hattrick gemacht. Barca gegen Rom damals, 3-0. Ja, wer macht einen Hattrick bei Bayern? Dings. Alle. Unser Hattrick sagst du? Guck mal, damals Barca gegen Paris, dieses, was war das, 6-1 oder was das war, letzte Minute, Busquets, Chipball und sowas. Das kann alles passieren. Liverpool gegen Barca. Ja, es kann alles passieren, aber es ist halt schwierig, ne? Ja. Choupo muss halt da sein. Es fehlt einfach dieser Neuner, dieser typische Neuner bei Bayern. Trainerwechsel? An sich Tuchel Killer. Ex-Mainzer sind immer gut, aber ja, das kannst du halt nicht machen, mitten in der Saison.
wenn das nächste Spiel Dortmund ist, dann Pokal, dann wieder Bundesliga und dann City. Macht gar keinen Sinn. Zumal, ich glaube, Bayern hat 3 Spiele verloren in der Saison. Einmal Augsburg, einmal Leverkusen, weil die 2 Elfmeter bekommen haben. Da kann der Trainer nichts für, wenn Pavard da rumstichelt wie so ein Idiot und einen Elfmeter macht. Dann hat Bayern eine rote Karte bekommen gegen Gladbach nach 8 Minuten, was keine rote ist. Dann spielst du nach 8 Minuten mit 10 Mann. Und dann verlierst du 3-2. Wow, das waren ja jetzt keine Spiele, wo du irgendwie verkackt hast. Und dann waren, glaube ich, 2 oder 3 Spiele am Stück unentschieden. Okay. Digga, ich hab bei Wir haben die Champions League so dominiert. Barca gefickt, Madrid gefickt, Madrid. Paris, Inter Mailand. Wir haben nur 2 Tore kassiert in 8 Spielen oder so. Ja, keine Ahnung, wie man da einen Trainer schmeißt. Da muss irgendwas Internes passiert sein, was keinen Sinn macht. Alter, du, der Kabine verloren. Digga, wer Bayern gegen Paris gesehen hat, ich war im Stadion. Ja, die haben gespielt wie Könige. Das hat nichts mit Kabine verloren zu tun. Keine Ahnung, was da im Vorstand abging. Jamal fand ich nicht geiles Spiel. Er war auch verunsichert, hat man gemerkt. Ja. Bei vielen haben wir, also bei Open. Die erste Halbzeit fand ich super. Und dann ging es um